Juan Luis Vives, 1492 bis 1540. Juan Luis Vives gehört neben Erasmus von Rotterdam und Thomas Morus zu den großen Humanisten des Mittelalters. Das Wort Humanismus bezieht sich auf eine in der Renaissance entstehende Gelehrtenbewegung, die ihr Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde des Menschen ausrichtet. Sie ist geprägt vom Streben nach Menschlichkeit. Der Humanismus ist aber auch durch eine Rückbesinnung zur antiken Kultur gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund der Not vieler Armer in seiner Heimatstadt Brügge analysiert Vives die Lage der Armen im Auftrag des Rates der Stadt. 1526 legte er mit seiner Publikation De Substitutione Pauperum über die Unterstützung der Armen die erste europäische Fürsorgetheorie vor. Historisch denkwürdig ist sie die erste Theorie einer allgemeinen bürgerlichen Armenpflege. Die Maßnahmen der Armenfürsorge gehen nach Vives von drei Grundsätzen bzw. Forderungen aus. Alle Armen müssen wie alle anderen Menschen auch arbeiten. Die Unterstützung hat sich am Einzelfall zu orientieren. Die Armen müssen zu einem sittlichen Leben erzogen werden. Vives betont, dass die Arbeit zu den natürlichen Pflichten des Menschen gehört und lehnt das Betteln ab. Die Versorgung der Armen mit Arbeit soll ihrer Armut entgegenwirken. Jedem soll Arbeit verschafft werden, gegebenenfalls durch die städtische Obrigkeit. Zitat Vives: Arme, die sich zu Hause aufhalten, sollen Hilfe aus öffentlichen Mitteln oder aus den Spitälern erhalten. Und weil sie Bürger sind, sollen sie keinen Mangel haben. Und wenn sie nachweisen, dass ihre Bedürfnisse größer sind als das, was sie erarbeiten können, soll man ihnen dazu geben, was als ausreichend gilt. Die Bedürfnisse der Armen sollen die Schatzmeister freundlich und verständnisvoll prüfen, ohne Vorurteile. Sie sollen keine Strenge anwenden, es sei denn, sie hielten sie für nötig, gegen solche, die Widerstand gegen die Staatsgewalt leisten und sie verunglimpfen. Zitat Ende. Arme sind in einem Verzeichnis zu registrieren und ihre Versorgung und Förderung zu ermöglichen. Vives spricht sich auch für einen Erziehungsauftrag gegenüber den Armen und deren Kindern aus. Die Erziehung der Kinder zur Arbeit soll ihrer Armut vorbeugen helfen. Der Humanismus Vives ist in vielen Punkten nach wie vor aktuell. Viele der in seiner Subventionstheorie vorgeschlagenen Maßnahmen werden auch heute von der Sozialpolitik und in der sozialen Arbeit praktiziert.